Aha, ein astrophysikalisch interessierter Hund, ja. Ja, meine Damen und Herren, ich bin natürlich wieder gerne gekommen. Das letzte Mal gab es ja wunderschöne Bilder und diesmal wollte ich einfach mal ein bisschen was anderes erzählen. Aber fangen wir doch einmal mit schönen Bildern an. Was ich besonders gut momentan finde, ist, dass jetzt sich hier in Deutschland irgendwie die Aktionen einsetzen für einen dunklen Himmel. Das finde ich ganz prima. Es gibt also auf der Schwäbischen Alb in den Münzingen da irgendwie eine große Aktion und ganz Deutschland versucht man einfach wieder den Himmel irgendwie, dass man den sehen kann. Und das finde ich, das sollte man einfach massiv unterstützen. Das ist so ein Foto vom Dirk Redner, das ist seit Hohenzollern, nicht? Und wenn man das Ding ausschaltet, dann sieht es immerhin noch so aus, ne? Wir können es immer noch besser machen. Im Wesentlichen sind es diese blöden Straßenlaternen. Und wenn in Ihrer Ortschaft oder irgendwo was ist, nehmen Sie Einfluss drauf. Es gibt heute Straßenlaternen, die die Straße beleuchten, nicht den Nachthimmel, im Gegensatz zu den alten Dingern. Also dafür wollte ich einfach mal Reklame machen. Das erscheint mir einfach wichtig, dass wir wieder versuchen, möglichst ein bisschen irgendwo in Deutschland schönen, klaren Himmel zu bekommen. Dann, was ich Ihnen erzählen, ich wollte Ihnen einfach mal kurz erzählen, was so in diesem Jahr so Spannendes passiert ist. Da ist hier wirklich in Amerika ein richtiger dicker Feuerkugel runter, die ist explodiert und irgendwie eine Sprengkraft von 3.500 Tonnen TNT. Die haben richtig beobachtet. Dann, was auch schön ist, letztes Jahr haben die Amerikaner ihren Lunar Reconnaissance Orbiter, der ja in 50 Kilometer Höhe über Nord- und Südpol vom Mond fliegt, und den haben sie auf eine elliptische Bahn geschubst. So, dass er dort, wo die Apollo gelandet sind, nicht mehr 50 Kilometer über dem Mond ist, sondern nur noch 20 Kilometer über Mond, und können dann die Dinger mit einer Auflösung von 20 Zentimeter pro Pixel machen. Und das ist also die Apollo 16 Landefähre hier. Und da sieht man also hier die Apollo Landefähre, hier sieht man den Lunar Rover und hier sieht man die Spuren. Und jetzt kann man noch stärker reinvergrößern, da sieht man also wirklich die Reststufe, von der die rausgestartet sind, und hier nochmal der Rover. Also das ist jetzt so, dass man alle Landeplätze mit der Qualität jetzt hat, mit 20 Zentimeter pro Pixel, und die ganzen russischen Landeflächen, die Russen nicht gewusst haben, wo die genau sind, die haben die Amis alle gefunden, man weiß jetzt genau, wo die alle rumstehen. Also dieser Lunar Reconnaissance Orbiter ist echt ein Hammer, das Ding. Und wenn Sie sich, da kann man jetzt sich reinzoomen und kann sich das runterladen, das sind so ein paar Gigabyte, und da können Sie den Mond mit einer Qualität sich angucken, das ist einfach traumhaft. Da kann man drüber zoomen, hin und her fahren und alle Einzelheiten angucken, sieht Steine, wie runtergerollt sind und so. Also das ist wirklich eine wunderschöne Sache, dieser Lunar Reconnaissance Orbiter. Ein Nachteil hatten Sie, die Amis sind ja schon Spielkinder, der ist wunderschön auf 50 Kilometer Höhe rumgeflogen und der hat ja drei Instrumente. Einmal ein Lunar Laser Ranging, wo er die Höhe auf einen Meter genau misst, von der Mondoberfläche mit einem Streifen von 50 Meter Breite. Und 2018 hat man dann den gesamten Mond mit einer Genauigkeit von einem Meter die Höhenmessung. Und dann hat er diese Weitwinkelkamera, wo also ein Pixel 75 Meter sind, die ist das, was man sich angucken kann. Die sind wunderschön. Und dann gibt es diese Narrow Enkelkamera, wo also ein Pixel normal 50 cm sind oder jetzt eben in dem Fall 20 cm. Und nachdem sie also ihre Landeplätze wieder hatten, haben sie den wieder auf eine Kreisbahn geschoben, den Orbiter. Aber seit der auf einer Kreisbahn ist, wissen sie nicht mehr so genau, wo er ist nach dem Manöver. Und wenn sie den auf einen Meter genau messen wollen, müssen sie auch von einem Meter genau wissen, wo der Orbiter dauernd um den Mond rumläuft, nicht? Und das kriegen sie nicht mehr hin. Das heißt also, die Luna Laserdaten sind seitdem immer mit den anderen, passen sie nicht mehr zusammen. Also, aber das kriegen die wahrscheinlich schon wieder hin. Ja, dann, das habe ich Ihnen letztes Mal schon gezeigt, das finde ich auch gut. Es gibt so wunderschöne Sonnenbeobachtungssatelliten. Und wenn Sie genau aufpassen, fliegt da ein Komet, der dann hier versackt. Es war also nur ganz schwach zu sehen, ein Komet, der direkt in die Sonne reingeplumpst ist. Aber jetzt gibt es ein noch schöneren, und zwar war jetzt im Dezember letzten Jahres, ist also ein Komet, der Lovely, direkt in die Sonne. Und da sieht man noch, wie es sein Schweif total verbiegt durch den Sonnenwind. Und alle waren sicher, der ist im Eimer. Nicht, wenn der dicht 100.000 Kilometer an der Sonnenoberfläche vorbeifliegt, verdampft er. Und eine halbe Stunde später kam er hinten wieder raus.
Der hat es wirklich überlebt. Ne? Man fragt sich, wie. Also das ist nicht ganz so sicher, aber wahrscheinlich war der sehr viel Wasser und der hat verdampft und der Rest ist als Stein ist übrig geblieben. Und das sieht man auch nochmal auf den Soho, wie er da sieht man hinten den Schweif noch und vorne schon den Kopf wie rausgesaugt. Er war ja in einer halben Stunde rumgekommen, ist ja mit einem irren Zahn um die Sonne geflogen. Und dann war er ja natürlich wunderschön zu sehen. Und das ist jetzt von der ISS. Und da sieht man erst einmal Gewitter. Das ist Gewitter. Und hier sieht man die Sterne hochkommen. Das ist die obere Schicht. Das ist etwa 100 Kilometer die Atmosphäre. Die Erdoberfläche hört hier auf. Und da kam dann der Komet Lovely hoch. Natürlich dicht an der Sonne. Und ja, und das ist also diese Aufnahme, wo man hier nochmal die Erdatmosphäre sieht und das war aufgenommen von der ISS oder hier nochmal mit etwas besserer Belichtung und das ist schon irgendwie toll, ne, diese ISS-Station, was man da oben alles sehen kann und zum Beispiel den Mond. Und was natürlich sehr schade ist, ich weiß ja auch nicht, aber ich meine, Sie wissen, das ist der letzte Flug vom Space Shuttle, nicht zur ISS, sondern ins Museum, nicht? Über New York, eine Originalaufnahme. Und jetzt ist er im Museum und irgendwie ist das schon Jammer. Ich habe extra nochmal ein Bild rausgemacht. Das ist das Innere vom Space Shuttle, nicht? Also ich meine, das war so ein tolles Gerät. Und jetzt werden sie da so mühselig mit irgendwelchen russischen Raketen und vielleicht dem chinesischen hochgeschaufelt, nicht? Und landen dann in der Wüste statt elegant auf der Landefläche. Aber so ist es halt. Gut, dann natürlich ganz kurz, das muss ich auch sagen, Venusdurchgang, der letzte bis 2117, aber da will ich jetzt gar nicht viel drauf eingehen, da will ich bloß Reklame machen, da kommt ja anschließend ein Vortrag über den Transit. Das sind die Aufnahmen, die haben wir auf unserer Sternwarte in Greda gemacht mit verschiedenen Filtern. Und das ist hier vom SDO, vom Solar Dynamic Observatory. Das ist auch eins, was ich Ihnen empfehlen kann. Das ist ein Satellit, der also zwischen Erde und Sonne ist, Solar Dynamic Observatory. Und der nimmt die Sonne in 7 verschiedenen Wellenlängen auf. Das ist also ein paar 171 Angström, also im weichen Röntgenbereich, mit einer Aufnahmequalität von 4096 mal 4096 permanent. Und da können Sie sich die Bilder runterladen, Sie können sich ein Filmprogramm runterladen und Sie können sich Filme machen mit 4096 Qualität von der Sonne online, also spitzenmäßig. Und das finde ich auch toll, dass man tatsächlich die Venus jetzt gesehen hat, bevor sie in die Sonne eintritt, nicht? Also vor der Sonnenkorona. Nicht? Also das ist die Sonne und da haben wir schon die Venus gesehen. Und dann sieht man natürlich hier auch wunderschön hier oben die Atmosphäre von der Venus, ne, wo das durchgeht. Und ich habe an sich einen Film vorbereitet, aber den zeige ich jetzt nicht, weil nur mal ganz kurz einen Ausschnitt, um Ihnen etwas Appetit zu machen für den nächsten Vortrag. Sehen Sie, die kriegen Sie in jeder Wellenlänge, kriegen Sie das von dem Satelliten. Das kann man sich alles vom Internet runterladen mit 4096 mal 4096 Qualität. Aber mehr will ich nicht machen, da kommt jetzt anschließend nochmal ein Vortrag darüber. Dann noch ein paar Schmankerln aus dem Planetensystem. Das ist jetzt eine Aufnahme von der Merkursonde. Es gibt ja jetzt inzwischen eine Sonde, die um den Merkur rumfliegt und den Merkur auch mit extrem hoher Qualität kartografiert. Und das weiß man überhaupt nicht, was das ist. Das ist ganz was Seltsames. Das ist eine einmalige Formation im ganzen Sonnensystem. Man weiß nicht, was das ist. Das ist im Krater, in einem 40 Kilometer großen Krater. Das ist der Zentralberg von dem Krater, wie halt auf dem normalen Mondkrater die Zentralberge sind. Und da sind solche Sachen. Man weiß es nicht. Muss man erforschen. Also das sind überhaupt seltsame Sachen auf dem Merkur. Und auf dem Mars sind auch da gibt es ja auch diesen Mars-Rekognoszenz-Orbiter, der auch den Mars mit einer Genauigkeit von wenigen Metern aufnimmt. Und da muss man auch immer ab und zu mal reingucken. Da gibt es einfach tolle Bilder. Das sind zum Beispiel typische Sanddünen auf dem Mars. Dann gibt es hier Windhosen auf dem Mars, nicht? Das ist ein richtig kleiner Wirbelsturm hier, kleiner Tornado mit den Schatten, den er wirft. Und was ganz besonders drollig ist, sind diese Basaltspiralen. Das ist also wirklich Basalt erstarrt
und Spiralen. Und das liegt daran, wenn das aufplatzt und wieder von unten raufströmt, dann hat der Basalt, der Flüssige, also die Lava, verschiedene Geschwindigkeiten. Und dadurch, wenn die mit verschiedenen Geschwindigkeiten aneinander vorbei bewegen, gibt es Spiralen. Nicht wie wenn man in der Kaffeetasse umrührt. Und diese selben Spiralen beobachtet man zum Beispiel in Hawaii. Auf dem Hawaii, auf den neuen Vulkanfeldern, gibt es ja auch. Also die sind so ein paar Meter groß, vielleicht so 5 Meter. Und da hat man inzwischen schon 260 solche Basaltspiralen auf dem Mars entdeckt, was also zeigt, dass da wirklich Vulkanismus, also die sind noch nicht sehr alt, dass da noch vor ein paar hundert Millionen Jahren echt Vulkanismus sein musste. Und was auch immer noch schön ist, ist, dass dieser kleine Mars-Roboter immer noch aktiv ist und der sollte 90 Tage laufen, wurde 2004 gestartet, ist jetzt seit 8 Jahren unterwegs, hat 35 Kilometer überwunden und muss immer übernachten, das ist im Winter. Und da haben sie ihn wieder hingestellt, so schräg, dass der Marswinter die Sonne einigermaßen senkrecht auf die Zellen hier geht. Da sieht man diese Wendemanöver. Und das Tolle ist, die sind halt total verstaubt. Aber das geht ganz gut. Auf dem Mars gibt es ja so diese Staubteufel. Und vor kurzem hat so ein Staubteufel den erwischt und hat ihn den Staub weggeputzt. Und jetzt sind die Sonnenzellen wieder sauber. Ja. Und das ist auch was ganz Lustiges, was er zufällig entdeckt hat. Das ist also eine Marswüste und da ist ein kreisrunder Trichter, der da reinrutscht. Das Loch ist 35 Meter Durchmesser und der Boden ist 20 Meter tief. Das ist eine echte Formation auf dem Mars. Hier reingerutscht Sand und das Loch und da unten. Und man weiß nicht, was da los ist. Vielleicht gibt es unten dann doch irgendwie Lebewesen. Man weiß es einfach nicht. Man muss halt jetzt doch mal irgendwie noch bessere Roboter hinschicken. Und Sie wissen ja, das ist ja der Start von dem neuen Roboter, der jetzt am 6. August auf dem Mars landet. Hoffentlich. Denn diese Landemanöver, das ist ja ganz finster, was die Amis da machen. Die lassen ihn erst mit dem Fallschirm runter. Und dann fährt eine Landeplattform aus, mit Raketen stabilisiert in 10 Meter Höhe über den Mars. Und dann wird dieser Roboter an der Plattform mit Seilen runtergelassen. Und wenn er unten ist, werden die Seile gekappt und diese Plattform, die den runtergelassen hat, fliegt weg, damit sie nicht trifft. Ob das gut geht? Also normal hat man halt einfach gelandet und abgebremst, nicht? Und das hat man aber in dem Fall, will man das nicht, weil wo man landet, ist sehr viel Stein und dann hat man Angst, dass man den nicht mehr die Klappen aufmachen kann, wo er dann runterfährt. Ne? Der hat ja dann gelandet und dann hat er seine Klappen aufgemacht, ist dann runtergefahren. Und wenn dann natürlich ein Stein vor den Klappen ist, kann man nicht. Und darum landen sie, hängen sie da hin und landen. 6. August, verfolgen Sie das mal, das wird echt spannend. Und das ist ein Wahnsinnslabor, 2 Milliarden Dollar teuer und da sind Laser drin, die können die Gesteine auf 1100 Grad erhitzen, die haben biologische Labors mit den Feinsten vom Feinen. Also wenn der kein Leben findet, dann gibt es wahrscheinlich keins auf dem Mars. Also das ist schon echt gut, was da jetzt passiert. Dann wollte ich Ihnen noch kurz zeigen, dass jetzt nun eine schöne Sonde um Vesta rumfliegt, also um den Asteroiden. Mit der Qualität, hier Sie sehen, das ist eine 20 Kilometer hohe Erdrutsch, 20 Kilometer hohe Wand. Und der ist erst weit außen rum geflogen und jetzt fliegt er immer näher drin rum und kann mit der Auflösung von wenigen Metern, das sind also die Oberflächenstrukturen vom Vesta. Es ist überhaupt erstaunlich, es gibt 25 Sonden momentan im Planetensystem und da kann man sich alles angucken. Ich meine, ich will jetzt nicht die Bilder zeigen von den Saturnringen, was man da für Details sieht und so, also es ist wirklich toll. So, und dann, das haben Sie ja, ich weiß nicht, ob Sie da waren, wird schon erzählt über die Planeten, das ist die Kepler-Sonde und diese Kepler-Sonde, die sucht doch nach extrasolaren Planetensystemen und das ist irgendwie das Gesichtsfeld von der Kepler-Sonde, das sind etwa 100 Mal der Mondoberfläche und der beobachtet mit einer unglaublichen Genauigkeit 150.000 Sterne die Helligkeit, nicht einfach. Und wenn die Helligkeit halt schwankt, dann, wenn der von uns vorbeigeht, hier, dann schwankt die Helligkeit von den Sternen und dann kann man eben daraus schließen, dass es da Planeten gibt. Und zum Beispiel haben wir da schon ein Planetensystem mit 6 und 9 Planeten entdeckt. Und das Verrückte ist, letztes Jahr, wie ich Ihnen das auch schon erzählt habe mit der Sonde, da gab es so 400, 500 Planeten, neu entdeckte Planetensysteme. Und jetzt hat die Sonde weitergearbeitet und jetzt weiß man, dass die Sonde, die Kepler-Sonde, die macht also hier so diesen Bereich
erforscht die. Da sind die Sterne drin, die die Kepler-Sonde untersucht, ob sie hell und dunkel werden, weil ein Planet vorüberwandert. Und von dem ganzen Gesichtsfeld sind das die, die Sterne, wo es Planeten gibt. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, man sieht ja nur, wenn der Planet vorbeigeht, wenn wir genau in der Ebene vom Planetensystem sind. Nicht? Ich meine, es muss ja genau passen, der muss ja so rumgehen, damit er den Stern bedeckt. Und da ja die Planeten ziemlich weit weg sind, ist es ein ganz kleiner Winkel. Das heißt, wenn man in dem Gesichtsfeld so viele Sterne hat, dann kann man hochrechnen, wie viel es überhaupt gibt mit Planeten. Ne? Und das ist verrückt. Ich meine, vor einiger Zeit hat man noch gar nicht gewusst, dass es extrasolare Planeten gibt. Dann hat man mal 3, 4, 5 Stück entdeckt, dann hat man mal 400 entdeckt. Und heutzutage weiß man, dass wahrscheinlich jeder dritte Stern in unserer Milchstraße ein Planetensystem hat. Das heißt, wir reden nicht von 400 Planetensysteme, sondern wir reden von Größenordnung 60 Milliarden Planetensysteme. Unsere Milchstraße hat 200 Milliarden Sterne. Das heißt, es gibt allein in unserer Milchstraße 60 Milliarden Planetensysteme. Und wahrscheinlich, wenn jedes noch ein paar mehr hat, 200, 300 Milliarden Planeten. Und dann kann man sich überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der natürlich auch noch da ist, wo es erdähnliche Bedingungen gibt. Und ich würde schätzen, 6 Milliarden. Das heißt, allein in unserer Milchstraße, wissen wir seit einem Vierteljahr, dass es 6 Milliarden erdähnliche Planeten wahrscheinlich gibt. Ist doch einfach gigantisch. Ne? Aber das muss so sein. Ich meine, all das Bild, das Sie da sehen, da sind überall Planeten drin. Und das ist genau das. Und das ist ja unwahrscheinlich, dass die alle zur Erde ausgerichtet sind. Die sind halt gleichmäßig verteilt im Winkel. Und dann gibt es eben einfach so viele. Und also das finde ich irgendwo der Hammer. Dass wir jetzt wissen, dass es 6 Milliarden erdähnliche Planeten gibt. Allein in unserer Milchstraße. Und das Problem ist halt immer der Kontakt, ne? Ich meine, naja, die sind halt 100 Lichtjahre weg. Jetzt können wir natürlich mit unserem großen Arecibo mit 305 Meter Spiegel, können wir natürlich locker dahin funken. Mit einem Megawatt-Sender ist das überhaupt kein Problem. Da kommen wir 10.000 Lichtjahre weit, wenn die dieselbe Technik haben wie wir. Aber jetzt senden wir da halt hin, 100 Jahre lang, und dann dauert es, wenn wir Glück haben, treffen wir so einen Planeten, und dann dauert es nur 100 Jahre. Wir sagen, wie geht's euch? Und die sagen, uns geht's gut, nach 200 Jahren. Nicht? Ich meine, ja, es ist schon irgendwie, also es ist einfach schade. Es ist wirklich einfach schade, dass man so schwierig irgendwie aufgrund dieser Entfernung nicht das Kontakt aufnehmen kann. Und die überlichtschnellen Neutrinos oder so, die waren ja leider ein Messfehler, ne? Das war ja wirklich lustig. Ich kann mich erinnern, nach jedem Vortrag, den ich gehalten habe, kam die erste Frage: Was halten Sie von den überlichtschnellen Neutrinos? Und da hatte ich eine Standardantwort. Ich habe gesagt, ich wette eine Kiste besten französischen Champagner gegen eine Flasche Henkeltrocken, dass das ein Messfehler ist. Und ich habe 2 Flaschen Henkeltrocken gewonnen. Ja. Und damit war natürlich jegliche Diskussion zu Ende. Nicht? Das war praktisch. Da musste man nicht drüber diskutieren. Ich habe gesagt, Messfehler. So. Und jetzt wollte ich Ihnen einfach mal ein bisschen was Lustiges erzählen. Ich habe mir überlegt, ich erzähle Ihnen einfach mal, wofür es eigentlich in der Astronomie und Astrophysik Nobelpreise gegeben hat. Und da ging es also los 1907 mit Michelson, für sein Michelson-Interferometer. Dann hat es 30 Jahre gedauert, dann hat der Herr Hess einen Nobelpreis bekommen für die Entdeckung der kosmischen Strahlung. Und dann hat es wieder 30 Jahre gedauert, dann hat der Hans Bethe irgendwie bekommen für den Bethe-Weizsäcker-Zyklus, nicht für die... dass man halt weiß, wie die Sonne Energie erzeugt, dass also aus Protonen halt Alpha-Teilchen werden über Zwischenkerne. Ja, und dann ging es etwas schneller, dann gab es seit 1974 den Martin Rühl, der über Radioastronomie, und dann den Anton Jewish, der halt die Pulsar-Pulsare entdeckt hat. Nicht? Also es war ja etwas unfair, das hat ja nicht er entdeckt, sondern seine Doktorandin, aber irgendwie so ein Professor ist halt wichtiger, und dann kriegt halt der den Nobelpreis und nicht die Doktorandin. Also es war schon etwas grenzwertig. Und was hat der entdeckt? Radiopulsare. Und das war also die Jocelyn Bell. Und was man entdeckt hat, war einfach, das ist das Original-Entdeckungsband. Man hat gesehen, dass es da periodische Piepser gibt.
Und das hat natürlich erstmal ein riesen Aufsehen erweckt, grüne Männchen, und hat sich erstmal das Militär dafür interessiert. Aber man hat dann doch relativ bald erkannt, wo das herkommt, und hat eben festgestellt, das sind Radiopulsare, und die senden halt ganz komplizierte Muster raus, aber wenn man sie lange beobachtet, ist es periodisch. Und ein Radiopulsar, das ist also ein alleinstehender Neutronenstern, also der Überbleibsel von einer Supernova. Und der ist, das Ding ist also, damit habe ich mich ja meine ganze Zeit beschäftigt. Das waren unsere Lieblingsobjekte. Also das ist ein Gebilde von 20 Kilometer Durchmesser, 1,4 Sonnenmassen schwer, 1 Kubikzentimeter wiegt 4 Milliarden Tonnen. 4 Milliarden Tonnen, Ding, also das ist kompakte Kernmaterie sozusagen. Und dann, was das Schöne ist an denen, die haben ein extrem starkes Magnetfeld, und das kommt so zustande, ein Stern hat auch ein bisschen Magnetfeld. Und wenn so ein Stern kollabiert, um den Neutronenstern zu machen, dann gibt es die Flusserhaltung, kann man nachrechnen. Das heißt, da wird der magnetische Fluss erhalten, und wenn so ein Stern, sagen wir, 100 Gauss Feld hat und von 1 Million Kilometer auf 10 Kilometer Radius zusammengequetscht wird, dann steigt die Fläche, der Linear um 10 hoch 5, die Fläche um 10 hoch 10, und 10 hoch 10 mal 100 Gauss gibt also diese 10 hoch 12 Gauss oder die 10 hoch 8 Tesla. Das heißt also, die haben Magnetfelder von 1 Billion Gauss, also 1 Billion mal stärker als die stärksten, als unser Erdfeld, und Millionen mal stärker als die stärksten Felder, die wir erzeugen können. Und die haben also so einen magnetischen Nord- und Südpol und rotieren natürlich nicht genau um diese Achse, und dadurch emittieren die einfach Radiostrahlung. Das heißt also, so ein Radiopulsar, so ein rotierender Neutronenstern ist einfach ein magnetischer, ein Dipol, der magnetische, elektromagnetische Wellung emittiert, aber gewaltig. Der emittiert also bei 30 Hertz, also der Klepppulsar rotiert 30 Mal in der Sekunde. Das heißt, der emittiert eine 30 Hertz Welle, also fast das, was bei uns aus der Steckdose kommt, ne, so 30 Hertz, aber mit einer Leistung von 10 hoch 31 Watt. Das heißt also 100.000 Mal die Strahlungsleistung unserer Sonne. 100.000 Mal die Strahlung steckt in einer niederfrequenten elektromagnetischen Welle. Und das ist absolut verrückt, was da passiert. Da werden Elektronen innerhalb von 1 Meter auf Gamma-Faktoren von 10 hoch 8 beschleunigt und so weiter. Also da ist echt was los in der Nähe von so einem Pulsar. Und was man also alles nachweisen kann, zum Beispiel, der rotiert ja, man kann die Rotation von dem Pulsar auf 1/1 Sekunde genau bestimmen, und die rotieren ja sehr gut, ich meine, das ist halt einfach ein freier Rotator, aber was erstaunlich ist, der wird also pro Tag um 36 Nanosekunden langsamer, das kann man messen, also die messen sie, wie er heute rotiert, dann messen sie, wie er morgen rotiert, und morgen rotiert er 36 Nanosekunden langsamer. Und jetzt können Sie natürlich ausrechnen, erstens mal, wie viel Energie dadurch aus der kinetischen Energie rausgeholt wird, und das sind eben diese 10 hoch 31 Watt. Und außerdem kann man natürlich ausrechnen, wenn man einfach über die Elektrodynamik, was man für Magnetfelder braucht, damit er eben diese Abbremsung bewirkt. Denn abgebremst wird er ja durch die Emission dieser Strahlung. Und das stimmt alles konsistent überein, und das sind wunderschöne Objekte. Nicht? Und das ist halt zumal der Krepppulsar, wo also hier innen dieser rotierende Neutronenstern steht, also 1054 explodiert die Supernova, und da innen drin steckt also hier der Neutronenstern, und hier sieht man also nochmal, das ist der Neutronenstern, und das ist also diese elektromagnetische Welle, diese 30 Hertz Welle, die da reinrauscht und natürlich das Ganze wieder anregt, und diese blaue Strahlung, was Sie hier sehen, das hier, das ist Synchrotronstrahlung, das ist also Strahlung, wo diese ultrarelativistischen Elektronen in dem Magnetfeld auf Kreisbahnen fliegen, und die emittieren dann einfach Synchrotronstrahlung. Und das ist also hier zum Beispiel eine Überlagerung von Röntgenbereich und vom optischen, vom Hubble Space Teleskop. Und da sieht man eben hier, das ist der Pulsar mit dem Jet hier, und der rotiert und wühlt da die ganze Sache auf, und das ist wirklich wunderschön. So. Dann gab es als nächstes den Nobelpreis einmal vom Capizzo, also das war wegen Tieftemperatur, und dann Penzias und Wilson. Die haben die Kindergrundstrahlung entdeckt, das ist auch eine lustige Geschichte. Die hatten so eine Hornantenne gebaut und wollten damit eigentlich kommunizieren, also weit senden um die Erde rum, und haben festgestellt, dass sie machen können, was sie wollen, das blöde Ding hat ein Rauschen drauf. Und die haben gedacht, das liegt an ihren Empfänger und ihren Ding, und die haben es gekühlt und rumgetan und haben nicht gewusst, warum da permanent ein Rauschen drauf ist. Bis sie dann mal einen Astrophysiker gefragt haben, die Gamma-Folge gesagt, klar, das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, 3-Kelvin-Strahlung.
Dann haben sie sie entdeckt damit und haben dann hier praktisch hier noch ein bisschen die Milchstraße rausgesehen und haben dann dafür den Nobelpreis bekommen. Und das ist ja auch eine Geschichte, die sich jetzt immer noch fortsetzt. Dafür gab es dann noch mehr Nobelpreise. Ja, dann, was auch ein sehr schöner Nobelpreis war, das war von den Chandrasekhar, der die Zustandsgleichung für weiße Zwerge und für Materie gemacht hat. Das ist auch was ganz Tolles. Zustandsgleichung der Materie ist folgende. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen eine Eisenkugel. Ja, eine Eisenkugel, dann hat die halt, wenn sie so groß ist, hat halt 8 Kilogramm pro Kubikzentimeter, pro Kubikdezimeter, nicht? Halt 8-mal so schwer wie Wasser. So, und jetzt können Sie anfangen, hier unten ist der Druck, die Eisenkugel zusammenzudrücken. Und da passiert natürlich lange nichts. Ne? Sie können eine Eisenkugel ganz schön drücken, bis da mal irgendwas passiert. Aber irgendwann gibt natürlich das nach und dann wird die Eisenkugel kleiner, das heißt, die Dichte wird höher. Und was da passiert, ist einfach, dass praktisch die Elektronen von den Eisenatomen werden aus den Eisenatomen rausgequetscht und gehen ins Gitter rein. Und dann gibt es also einen entarteten Zustand, der besteht aus Eisenatomen und dazwischen tausenden Elektronen drum. Und diese Elektronen, die bilden Fermi-Gasen, die bilden Fermi-Druck. Und das hat also Chandrasekhar alles ausgerechnet. Und wenn sie dann weiter zusammendrücken, dann passiert es so, dass dann die Elektronen so hohe Geschwindigkeiten haben, dass sich ein Elektron dann ein Proton schnappt und sich in ein Neutron umwandelt. Und das gibt dann am Schluss dann die Neutronensterne. Und diese Zustandsgleichung der Materie, die also einfach sagt, wie hängt die Dichte von einer Eisenkugel ab, wenn ich unter verschiedenen Druck das mache, das ist einfach diese Kurve. Und damit kann ich dann, also zum einen nochmal die normale Materie, dann die Materie für weiße Zwerge, wo dann die Elektronen frei rumsausen um die Atomkerne, die haben etwa 1 Tonne pro Kubikzentimeter und dann die Neutronensternmaterie mit Milliarden Tonnen pro Kubikzentimeter. Wenn ich diese Gleichung habe, kann ich ausrechnen, was es für Gebilde im Weltall gibt. Es gibt einmal natürlich die Eisenkugeln und es gibt die Eiskugeln. Und genau zwischen Eisen und Eiskugeln, da liegen die ganzen Planeten, nicht? Hier, das ist also der Radius in Kilometer und hier, und also da liegen die Asteroiden, da unten liegt irgendwo der Mensch. Die liegen alle in diesem schmalen Bereich, wenn ich hier auftrage, den Radius in Kilometer und hier die Masse in Tonnen. Und Sie sehen hier Mond, Merkur, Mars, die liegen alle da. Und Jupiter ist an der Ende. Wenn Sie jetzt noch mehr machen, wenn Sie jetzt einen Planeten machen, der noch ein bisschen größer und schwerer ist als Jupiter, dann wird er nicht mehr größer, sondern dann wird er kleiner, weil nämlich dann die Materie den Gravitationsdruck nicht mehr aushält und dann drückt sozusagen die Gravitation, die Oberflächengravitation, drückt dann den zusammen und dann gibt es hier die weißen Zwerge. Und wenn Sie einen weißen Zwerg, und das war die Chandrasekhar-Grenze, wenn Sie den mehr als 1,4 Sonnenmassen machen, dann hält auch dieser Fermi-Druck nicht mehr aus und dann kollabiert er durch und dann gibt es hier den Bereich der Neutronensterne. Und wenn Sie einen Neutronenstern mehr als 1,6 Sonnenmassen machen, dann gibt es auch kein Halten mehr. Dann ist nämlich die Schallgeschwindigkeit in dieser komprimierten Materie so groß wie die Lichtgeschwindigkeit und steifer geht nicht. Und dann kollabiert das ganze Klump zum schwarzen Loch. Nicht? Das sind hier diese Bereiche hier. Bis hierher gibt es weiße Zwerge, dann kollabiert es. Dann gibt es hier einen Bereich, wo es Neutronensterne gibt. Und das sind sozusagen die Sternleichen. Es gibt weiße Zwerge als Sternleichen und es gibt Neutronensterne als Sternleichen. Und natürlich schwarze Löcher, das sind echte Leichen. So, und weiße Zwerge ist was Wunderschönes, zum Beispiel hier, das ist der Sirius, mit dem Hubble-Space-Teleskop aufgenommen, das ist Sirius und das ist Sirius B, das ist der Begleitstern vom Sirius und das ist ein weißer Zwerg. Ich weiß nicht, haben Sie richtig gute Amateurteleskope? Wenn Sie Glück haben, müsste man sehen. Haben Sie jemand schon mal gesehen? Eine Herausforderung, aber es müsste gehen, mit einem guten Teleskop müsste es gehen. Und ich meine, entdeckt wurde ja der weiße Zwerg vom Alan Clark. Der Alan Clark hat also sein, das ist dieser berühmte Linsenschleifer aus Amerika 1860, der den Lick-Teleskop und die großen Linsen da geschliffen hat, Jacks-Teleskop. Und der hat eine 60 Zentimeter Linse geschliffen und hat die dann am Sirius, weil das natürlich brutal ist, erprobt. Und dann hat sein Kollege gesagt, deine Linsen, da passt irgendwas nicht, da ist nebendran noch ein Reflex. Dann hat Alan Clark gesagt, nö, das ist ein Begleiter vom Sirius. Und recht hat er gehabt, ja. Das waren noch Handwerker, die waren überzeugt, dass sie was können, nicht? Ja, und dieser weiße Zwerg, das ist natürlich wunderschön. Zum Beispiel weiß man von dem weißen Zwerg, der ist 8 Lichtjahre von uns entfernt. Dann weiß man von ihm, wie hell er ist, man weiß die Temperatur. Und wenn man weiß, wie weit er weg ist und man weiß, wie hell er uns erscheint und was er für eine Oberflächentemperatur hat, dann kann ich sagen, wie groß muss die Fläche sein. Nicht?
Denn ich meine, wenn die Fläche groß, doppelt so groß ist, ist er halt doppelt so hell. Das heißt, allein aus der Temperatur und der Helligkeit kann ich aussehen, wie groß ist. Das heißt, ich weiß von dem weißen Zwerg hier genau den Radius und ich weiß von dem weißen Zwerg auch die Masse. Einmal durch das Binärsystem vom Sirius, aber auch durch Gravitationsrotverschiebung, weil man hat so eine starke Gravitation, wenn da Licht entweicht, sind die Spektralien ein bisschen nach Rot verschoben über Gravitationsrotverschieben. Das kann man auch messen. Das heißt, ich weiß von den Dingen Masse und Radius. Das heißt also, ich kann jetzt genau in meine Gleichungen reingehen und kann gucken, ob das stimmt. Und das ist wirklich schön. Das ist also die Masse in Sonnenmassen. Und das ist der Radius und Sie sehen, je höher die Masse ist, desto kleiner wird der Radius, weil es dann eben zusammendrückt. Und das ist zum Beispiel der Sirius. Und das heißt, man kann das inzwischen so genau messen, dass man tatsächlich über diese Masse-Radius-Beziehung und indem man rechnet für die gegebene Zustandsgleichung, kann ich zum Beispiel sagen, ob der mehr Helium, Kohlenstoff oder Magnesium enthält. Man kann also wirklich die chemische Zusammensetzung machen, indem man für die Zustandsgleichung rechnet und dann misst, was er Masse und Radius hat. Soweit sind wir schon mit den weißen Zwergen. Ja, dann gibt es als nächstes den Nobelpreis von. Wo sind wir jetzt? Beim Rassel und Heitz. Das ist wieder, ich sage ja, die Neutronensterne sind echt gut für Nobelpreise. Also, jetzt hat man also erstmal den Nobelpreis gekriegt für den Radiopulsar. Und der rotiert unglaublich exakt, nicht? Der rotiert genauso gut wie Atomuhren, auf dem Jahrzehntel Sekunden, wenn man die Abbremsung richtig macht. 10 hoch minus 12. Und jetzt hat man festgestellt, jetzt gibt es einen Neutronenstern, der rotiert nicht ganz gleichförmig, sondern der rotiert periodisch. Nicht? Man muss bloß immer genau hingucken. Und dann stellt man fest, dass bei einigen Radiopulsaren die Signale periodisch variieren. Das heißt also, der rotiert mal 16 Mal in der Sekunde und mal 17 Mal kommen die Signale. Es kann natürlich nicht sein, dass der mal, wer sollte den anwerfen und wieder abbremsen, ne? Ein Neutronenstern mit dieser irrsinnigen Energie. Also was passiert? Der Neutronenstern läuft auf einer Bahn um und einmal kommt er auf uns zu, dann kriegen wir mehr Impulse pro Sekunde und dann läuft er von uns weg, dann kriegen wir weniger. Wie halt der Doppler-Effekt, wenn ein Krankenwagen auf uns zukommt, ist der Ton höher, wenn er wegfährt, ist der Ton tiefer. Genauso ist es halt mit denen auch. Und dann kann man eben das genau machen. Man misst also das hochgenau, dass man dann die Pulse bekommt. Und dann hat man also einen Impuls, da kann man die Ankunftszeit, kann man da auf Mikrosekunden genau bestimmen. Und dann stellt man fest, es kommen einmal 16,96 und einmal 16,93 Pulse pro Sekunde an. Und man sieht genau diese Form. Und aus dieser Form kann man dann sofort schließen, dass es sich um eine so eine Ellipse handeln muss. Und man kann dann sofort aus diesen, die Geschwindigkeit bestimmen, man kann dann aus der Ankunftszeit, dass die verschieden kommen, kann man sofort sagen, dass wenn er da ist, muss ja das Licht länger laufen, also das Radiosignal ist hier. Daraus kriegt man dann sofort, dass das Ding etwa knapp 1 Million Kilometer Durchmesser hat. Dann gibt es relativistische Effekte, wenn er da nah vorbeiläuft, gibt es einen Shapiro-Effekt, dass im starken Feld von dem anderen Pulsar das Licht langsamer läuft und so weiter. Und man kann also einfach das alles machen und wenn man das genau misst, dann weiß man also die Rotationsperiode von dem Pulsar so genau, man weiß die Änderung der Periode so genau, man weiß die projizierte Halbachse so genau, die Bahnexzentrizität, die weiß man wesentlich besser als die Exzentrizität der Erdbahn, nicht? Die weiß man auf 8 Stellen genau und man weiß noch die Bahnperiode und man weiß, dass der dreht, dass der sich die Perihel-Drehung macht. Und was der Merkur in 100 Jahren macht, nämlich die 43 Bogensekunden bei der Heldrehung, das macht der Pulsar an einem Tag. Nicht, also das sind so richtig relativistische Systeme. Und damit kann man dann alles analysieren und kann das alles rechnen und wenn man das genau macht und dann gibt es Folgendes, das ist also ganz raffiniert. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein relativistisches Zweikörperproblem. Also das heißt, da laufen zwei Massenpunkte rum und das sind die besten Massenpunkte, die man machen kann, zwei Neutronensterne, die laufen umeinander rum. Was haben sie? Sie haben die große Halbachse, sie haben die Bahnneigung, sie haben die Bahnexzentrizität, sie haben also einfach 6, 7 Parameter und dann haben sie die Ankunftszeiten. Und jetzt können sie einfach mit einem allgemeinen Relativitätstheorie, mit einem riesen Programm, in Abhängigkeit von den 7 oder 8 Parametern, mit denen Sie das System beschreiben wollen, ausrechnen, wie die Pulse kommen. Und jetzt kommen eben immer 16 Pulse pro Sekunde, das heißt, es kommen pro Jahr kommen 500 Millionen Pulse, ne? 31 Millionen Sekunden mal 16 Pulse pro Sekunde, Sie haben also 500 Millionen Pulse und Sie haben 10 Jahre beobachtet, das heißt, Sie haben 5 Milliarden Pulse.
Das heißt 5 Milliarden, piep, 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 5 Milliarden Mal. Ja, eine Reihe. Sauber gemessen auf die Mikrosekunde genau. Und dann haben Sie so ein Programm und dann rechnen Sie mit dem Programm die Piepse aus in Abhängigkeit von der Exzentrizität. Und wenn Sie das machen, wenn Sie also so rechnen, dass 5 Milliarden gerechnete Piepse mit den 5 Milliarden beobachteten Piepse übereinstimmen, dann wissen Sie über das System eben alles. Und zum Beispiel weiß man dann raus, die Pulsarmasse, dass der eine Pulsar 1,4401 Sonnenmassen hat und der andere 1,383 Massen. Man kann die Massen nur über dieses Gepiepse bestimmen. Ne? Man sieht nichts am Himmel. Man weiß nur, aus dem Bereich, aus 12.000 Lichtjahren Entfernung, kommen Piepse. Und das ist schon irgendwie eine Leistung, ne? Der Beobachtung und Theorie. Und jetzt dann weiß man zum Beispiel, dass er aufgrund von Gravitationswellen die Bahn kleiner wird. Also der verliert Energie. Das ist ja ein Binärsystem und der strahlt Gravitationswellen ab, die wir ja direkt leider noch nicht gefunden haben. Aber das kann man genau messen und man kann vorhersagen, dass während der Energie über Gravitationswellen abstrahlt, dass er schneller wird. Nicht, also wenn Sie ein System bremsen, wird es ja schneller. Also wenn Sie einen Satelliten durch die Atmosphäre bremsen, wird er nicht langsamer, sondern er läuft dann schneller um die Erde rum, weil er dann wieder runterkommt. Und genauso wird er schneller. Und jetzt kann man ausrechnen, wie viel sozusagen sich die Bahnperiode ändert aufgrund der Abstrahlung von Gravitationswellen, nämlich 3,1 Millimeter pro Umlauf. Ich weiß ja, da draußen ist ein System, das läuft in 7,75 Stunden um. Und wenn es einmal umgelaufen ist, sind die beiden Neutronensterne 3,1 Millimeter näher beieinander. Absolut garantiert, so ist es. Und das ist jetzt, dann kann man das ausrechnen, wie sich jetzt diese Bahnperiode ändert. Und das ist sozusagen die Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ohne jeden Parameter. Das kennt ja alle Parameter von dem System und das sind die Messungen. Das heißt, es gibt Gravitationswellen, da muss ich halt bloß noch finden. Ja, und dann gibt es jetzt inzwischen einen Doppelpulsar, das ist noch ein schöneres Ding. Der kann nämlich, der läuft in 2,4 Stunden um und das sind beide Neutronensterne, sieht man als Pulsare. Bei dem einen sieht man nur den einen als Pulsar und der andere, den sieht man gar nicht. Aber da hat man sozusagen zwei Neutronensterne. Einer, der rotiert langsam und der andere rotiert schnell. Und dieses System, das hat man jetzt auch beobachtet seit etwa 10 Jahren. Und das ist das Ergebnis. Wir wissen über das System alles, nicht? Also die Periode, die Ableitung der Periode, die Periheldrehung, die Massen und so. All dieses kriegt man raus, indem man einfach eine Milliarde Piepser mit einer gemessenen Piepser mit einer Milliarde beobachtet. Gerechneten und beobachteten Piepser miteinander vergleicht, dann kriegt man das einfach raus. Und der verschmilzt übrigens schon in 30 Millionen Jahren. Also spätestens in 30 Millionen Jahren müssen wir auf der Erde Gravitationswellen messen, denn wenn der verschmilzt, dann sieht man das. Sonst stimmt was nicht. Und das ist wahrscheinlich jetzt, da man sieht, wie attraktiv Neutronensteine sind, das ist jetzt wahrscheinlich der nächste Nobelpreis, denn wenn man überhaupt Gravitationswellen entdeckt, dann vom verschmelzen Neutronenstern, das ist das, die am meisten Energie machen. Und das heißt also, wenn diese zwei Neutronensterne zusammenkommen, dann sind es also zwei Kugeln von 20 Kilometer Durchmesser mit je 1,4 Sonnenmassen, die in der Sekunde 1000 Mal umlaufen, mit 7 Lichtgeschwindigkeit, und dann so viel Energie abstrahlen in Gravitationswellenleistung, wie das gesamte Universum in Sonnenleuchtkräften, also in den letzten 10 Millisekunden, bevor sie verschmelzen, strahlen die also wirklich 10 hoch 45 Wattsekunden ab. Also wirklich so viel, wie das gesamte sichtbare Universum im sichtbaren Licht abstrahlt, strahlen die in den letzten Millisekunden ab. Und dann laufen die also zusammen und werden dann ein schwarzes Loch. Das sind also Computersimulationen, wie sie dann erst reiben, dann werden sie wahnsinnig heiß, dann gibt es wahrscheinlich einen Gamma-Burster, weil sich die Temperatur auf Billionen Grad erhitzt, und dann verschmelzen sie zum schwarzen Loch und emittieren hier Gravitationswellen. Und diese Gravitationswellen, die laufen mit Lichtgeschwindigkeit rüber, und wenn das also, sagen wir mal, mit 30 Hertz verschmilzt, mit 1 Kilohertz verschmilzt, dann ist in der Mitte ein schwarzes Loch und dann läuft die Welle rüber. Und das sieht dann eben so aus. Man bekommt hier so ein Signal, Gravitationswellen, und dann wird es immer schneller und immer höher, die Frequenz und die Amplitude. Dann gibt es eine Verschmelzung, wo man nicht genau weiß, wie es aussieht, und dann schwingt das schwarze Loch nach. Und das sind die Signale, nach denen man mit Gravitationswellendetektoren sucht. Und da man die genau kennt, kann man die also suchen, etwa
eine Million Mal schwächer als das Rauschen, weil man genau weiß, so sehen sie aus. Nicht? Und darum brauchen sie uns Theoretiker, dass wir ihnen ausreden, wie sie aussehen, damit sie in ihren Rauschen das finden. Denn diese Gravitationswellendetektoren, die rauschen. Nicht? Ich meine, die Nordseebrandung macht alles kaputt. Oder die ICE-Leitung, die da in Hannover vorbeifährt, die hat ja 16 Hertz, die Hochspannungsleitung vom ICE. Und die wirkt ja als Plattenkondensator. Und das Signal, mit dem der Boden schwankt, der ist millionenmal stärker als das, was so eine Gravitationswelle macht. Und das ist dann zu komplizierten Rechnungen. Und was halt wirklich lustig ist, da kommt also so eine Gravitationswelle auf uns zu mit dieser Wahnsinnsenergie. Wenn es in unserer Milchstraße passiert, dann hat die eine Länge eben von etwa 3000 Kilometer. Da sind also etwa 10 solche Schwingungen drin, die letzten 10, 20 Schwingungen. Und da steckt in dieser Welle, die auf uns zukommt, 100 Mal die Sonnenleuchtkraft auf der Erde. Also die Energie dieser Gravitationswelle, die da drüber läuft, ist 100 Mal größer als die Sonnenleuchtkraft. Also 100 Kilowatt pro Quadratmeter Gravitationswellenenergie. Da müsste man sagen, oh, da haben wir Angst, nicht? Aber überhaupt nicht. Der Raum ist so steif, dass diese Welle, wenn die über unser Sonnensystem drüber läuft, dann bewirkt die, dass der Abstand Erde-Sonne sich um ein Wasserstoffatom-Durchmesser ändert. Um ein Wasserstoffatom-Durchmesser ändert sich der Abstand Erde-Sonne, wenn so eine Wahnsinnsgravitationswelle drüber läuft. Nicht? Und das ist das Problem. Der Abstand von diesen riesen Detektoren, die man da baut, diese Gravitationswellendetektoren, hier zum Beispiel in Hildesheim bei Hannover, da ändern sich die Armlänge um ein Tausendstel Protonendurchmesser. Nicht? Um, das ist 10 hoch minus 21 ist das, was sich da ändert. Und das ist schon verrückt. Und Lisa ist ja leider gestorben. Nicht? Also es gab ja dieses große Interferometer, das geplant war, das um die Erde, hinter der Erde herläuft mit 5 Millionen Armlänge. Das waren für 2 Milliarden, da war schon alles gebaut. Da gibt es jetzt schon einen Satelliten, der das probiert. Und dann haben die Amerikaner 850 Millionen Euro weggenommen. Da hat der Danzmann, das ist ja ein ganz toller Physiker, versucht irgendwie das billiger zu machen. Hat es dann mit einer Milliarde hingekriegt, mit noch 70%. Und jetzt kam mir die Entscheidung, jetzt gab es ja drei große Projekte. Entweder Röntgen, einen neuen Röntgensatellit oder ein Flug zum Jupiter, um zu gucken, ob in den Jupitermonden, ob es da Leben gibt. Und dieses LISA. Und jetzt ist es halt entschieden worden für dieses Jupiter-Experiment. Weil LISA, haben sie sich gesagt, ist zu riskant. Da haben sie Angst davor, dass es nichts wird. Schade. Ja, ja, dann den nächsten Nobelpreis. Den gab es ein ganz lustiger, das ist dieser Raymond Davis hier. Das ist insofern eine lustige Geschichte. Der hat die Neutrinos, die kosmischen Neutrinos entdeckt. Und zwar 1956. Und hat 2002 den Nobelpreis gekriegt mit 88 Jahren. Das ist mit Abstand der älteste Nobelpreisträger, der den Nobelpreis gibt. Mit 88 Jahren hat er aber noch 4 Jahre gelebt und das Geld ausgegeben. Nicht? Also immerhin, der wurde 92. Ja. Und dann kamen hier nochmal irgendwie nochmal Neutronensterne und zwar der Giacomini, der diese Röntgenastronomie erfunden hat. Und das ist auch was Schönes. Man hat ja dann entdeckt Röntgenstrahlung. Zuerst hat man gedacht, das sind Überbleibsel von Atombombenexplosionen, aber die kamen ja dann aus dem Weltall. Und da gibt es also diese Röntgenpulsare, wo man also wirklich hier, zum Beispiel bei dem, beim Hercules X1, eines der starken Röntgenpulsare, kommt alle 1,2 Sekunden Röntgenblitz runter. Also alle 1,2 Sekunden kommt Röntgen und alle 1,7 Tage verschwindet es für 5,7 Stunden, die Röntgenquelle. Dann ist natürlich völlig klar, was hat man? Man hat ein Doppelstandsystem mit hier der Röntgenquelle, die in 1,7 Tagen umläuft und die hier für 5,7 Stunden verschwindet. Und das hier ist natürlich ein Neutronenstern, der in 1,24 Sekunden rotiert und Röntgenblitze emittiert. Und das hier ist ein Stern, der macht auch eine Helligkeitskurve. Und das liegt daran, dass in der Neutronenstern aufheizt und dass man hier 11.000 Grad hat und hier 7.000 Grad. Also man versteht das System vollkommen. Das ist also so eine Computersimulation von so einem System. Und das sind auch tolle Sachen. Sie müssen sich vorstellen, da wird die Materie hier rübergezogen, gravitativ, kann natürlich nicht direkt auf den Neutronenstern fallen, sondern bildet so eine Scheibe, eine Akkretionsscheibe um den Neutronenstern und dann fließt die Materie, weil ja bei den starken Magnetfeldern kann die ja nur parallel zum Magnetfeld fliegen, fliegt also hier Materie rauf und landet dann auf den magnetischen Nord- und Südpol vom Neutronenstern.
Und da fallen also bei so einer Röntgenquelle, das ist ja im Prinzip genauso wie bei einem Zahnarzt, ne? Das ist eine Röntgenbremsstrahlung, bloß ein bisschen mehr, und da fallen 100 Milliarden Tonnen pro Sekunde, 100 Milliarden Tonnen pro Sekunde mit 50% Lichtgeschwindigkeit auf eine Fläche von 1 Quadratkilometer. Müssen Sie sich vorstellen, 100 Milliarden Tonnen mit 50% der Lichtgeschwindigkeit pro Sekunde. Und die werden gebündelt durch dieses Magnetfeld von 1 Billion Gauss und treffen also hier unten auf und produzieren eine Leuchtkraft von 10 hoch 30 Watt. Also etwa 10 hoch 4 Sonnenleuchtkräfte. Also eine Röntgenquelle, die im Röntgenbereich 10 hoch 4 Sonnenleuchtkräfte produziert. Und das Ding, der Fleck hat eine Temperatur von 100 Millionen Kelvin. Und das sind sozusagen die größten Röntgenquellen im Universum. Da gibt es also eine ganze Menge, die man da beobachten kann. Und das sind diese Binärsysteme. Und wieder Neutronensterne. Und da 100 Milliarden Tonnen pro Sekunde klingt natürlich toll, ne? Aber das ist, wenn man das umrechnet, ist das nicht viel bezüglich Sonnenmassen. Das ist nämlich, das sind nämlich 100 Millionen, im Jahr ist das eine 100 Millionstel Sonnenmasse. Das heißt also, diese Röntgenquelle kann man 100 Millionen Jahre betreiben und dann ist eine Zehntel Sonnenmasse rübergeflossen, ne? Das ist immer wieder verblüffend, wie groß Sonnenmassen sind. Ja, dann gab es als nächstes hier den Preis, den Fortsetzungspreis sozusagen von der kosmischen Hintergrundstrahlung, also was Penzias und Wilson entdeckt hat, und da haben ja die beiden das nochmal genau gemacht, und deshalb haben wir ja diese kosmische Hintergrundstrahlung, die also bei 379.000 Jahren nach dem Urknall entstanden ist, und die ist ja, was Penzias und Wilson gefunden haben, die ist, kommt von überall die gleiche Temperatur. Etwa 3 Kelvin, 2,73 Kelvin. Und die haben jetzt das genauer angeguckt mit den Satelliten und haben festgestellt, dass man einmal die noch viel genauer messen kann. Also Benz und William haben die etwa auf ein Hundertstel Kelvin gemessen. Und man kann diese Strahlung, diese kosmische Hintergrundstrahlung, auf eine Millionstel Kelvin genau messen. Das heißt also, ich kann Ihnen sagen, aus der Ecke vom Himmel kommt eine Radiowellenstrahlung im Millimeterbereich, also wo man halt unsere Mikrowelle, wo wir unsere Hähnchen grillen, mit einer Temperatur von 2,73 und so weiter auf eine Millionstel Kelvin genau, kann ich Ihnen das sagen, aus jeder Richtung. Dafür gab es eben, kriegt der eine den Nobelpreis, und das macht man halt so, man misst sozusagen, das sind Messpunkte hier, in Abhängigkeit von der Frequenz oder von der Wellenlänge, die Intensität der Hintergrundstrahlung. Und das ist eine Plancksche Kurve, also die Theorie der Strahlung. Ein schwarzer Körper strahlt eben mit dieser Planck-Kurve. Und die Planck-Kurve, die können Sie so exakt in die Messungen reinfitten, dass Sie sagen können, ein Millionstel Kelvin genau kann ich das messen. Nicht? Und irgendwie, dafür gehen wir Milliarden aus. Also man kann schon sagen, diese Astrophysiker, nicht, lassen sich das eine Milliarde kosten, damit sie auf ein Millionstel Kelvin genau wissen, was da für eine Mikrowellenstrahlung runterkommt. Nicht? Aber ich sage immer, früher hatte ich manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn wir eine Milliarde für sowas ausgeben. Aber nachdem die Banken die Milliarden einen nach dem anderen jeden in einer Nacht versenken, kann man immer nur sagen, die Milliarde können sie schon immer versenken. Ne? Die gehört schon der Wissenschaft. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen, dass wir jetzt für ein 40-Meter-Teleskop für eine Milliarde bauen. Ist doch wunderschön. Ja, ja, und was er, wofür es dann der andere den Nobelpreis bekommen hat, war eben, dass es eben nicht doch genau überall auf dem Millionstel Kelvin hat, sondern dass die Strahlung schwankt. Dass es Schwankungen gibt im Bereich von etwa 60 Millionstel Kelvin. Das heißt, also es kommt nicht, man kann auf eine Millionstel Kelvin messen, aber die Temperatur schwankt um ein Millionstel, um 60 Millionstel Kelvin. Und das hat man inzwischen, hat man nochmal eine Milliarde ausgegeben, hat noch den besseren Satelliten gemacht, den WMAP, und der hat es jetzt noch besser gemessen, hat wieder eine Milliarde gekostet, dass man noch genauer gekriegt hat, und jetzt haben wir nochmal eine Milliarde investiert. Das ist dieser Planck-Satellit, und der hat es jetzt noch genauer gemessen. Und jetzt hat man eben hier diese genauen Messungen von, das ist also noch, das muss man jetzt noch abziehen, das ist die Strahlung von unserer Milchstraße, die auch in dem Bereich strahlt, und Röntgenstrahlen, das muss man noch wegziehen, das sind das ganz neue Ergebnisse. Und dann kriegt man noch einen genaueren Fleckerlteppich. Und das Erstaunliche ist, dass man also aus diesem gemessenen Fleckerlteppich, hier, aus dem hier, die gesamten Parameter des Kosmos rausbringt. Man weiß, das Weltall ist 13,7 Milliarden Jahre alt. Man weiß, die Hubble-Konstante, wie es expandiert, 70 Kilometer pro Sekunde, Megaparsec. Man weiß, wann die Strahlung entkoppelt hat. Man weiß, und das ist das Schlimmste an der Sache, man weiß eben,
Ach so, das kommt dann gleich. Man weiß eben, woraus das Weltall besteht. So, aber dazu nochmal jetzt das Letzte. Jetzt kommt der Nobelpreis von 2011. Das ist auch was sehr Schönes. Und das waren jetzt nicht mehr die Neutronensterne. Neutronensterne waren dreimal beteiligt. Ne? Radiopulsar, Jewish, dann der Hals-Taylor, Binärpulsare und dann noch die Röntgenpulsare. Dreimal Neutronensterne. Also das sind echt gute Leichen. Nicht? Und das ist jetzt der weiße Zwerg wieder. Die weißen Zwerge, die habe ich Ihnen ja schon mal erzählt, ist die auch sehr schön, dass man über die Struktur der Materie genau Bescheid weiß, wie viele der weißen Zwerge. Aber hier ist nochmal was, die haben gesagt, wir wollen mit den weißen Zwergen, die geben die Chandrasekhar-Grenze, die Chandrasekhar ausgerechnet sagt, wenn ich auf einen weißen Zwerg, wenn der mehr als 1,4 Sonnenmassen hat, dann gibt es keine Zustandsgleichung mehr, die ihn stabilisiert und dann kollabiert er und geht als Supernova-Explosion hoch. Das heißt also, der kollabiert und dann gibt es eine riesige thermonukleare Explosion. Dann ist er völlig zerrissen. Und da er immer bei 1,4 Sonnenmassen hochgeht, sind die natürlich im Prinzip immer gleich hell. Bisschen, wenn die Zusammensetzung Ende ist. Und dann haben sie gesagt, gut, wenn wir also jetzt Supernova 1a suchen, die man an der Lichtkurve erkennt, und wir wissen, die sind immer gleich hell, kann man damit den Kosmos, die Entfernungen ausloten. Genau wie man mit den Cepheiden die Entfernung bis zu etwa 100 Millionen Lichtjahre kann, kann man halt mit denen bis Milliarden Lichtjahre. Weil das, der Supernova ist ja 10 Milliarden Mal so hell wie die Sonne. Das heißt also, mit dem Hubble-Space-Teleskop kann man Supernovas bis in 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung noch messen. Und das war also sozusagen die erste Supernova, die jetzt den Nobelpreis bekommen hat, beobachtet haben in ihrem Programm. Dann haben sie hier zum Beispiel zwei beobachtet, hier im 51 hier, 2006 und hier, die hier. Was schon schön ist, ne? Bei uns, wir haben seit 400 Jahren in unserer Milchstraße keine Supernova mehr, nicht? Und die haben innerhalb von 6 Jahren zwei. Das ist irgendwie ungerecht, nicht? Aber irgendwie wird jetzt hoffentlich mal Eta Carina hochgehen als nächstes. Das muss doch jetzt mal passieren. Ja, und dann hat man eben hier, wie gesagt, mit dem Hubble Space Teleskop hat man dann diese ganz entfernten Supernovas beobachten können. Hier zum Beispiel nicht ganz entfernt hier. Das sind also diese ganz entfernten Supernova-Explosionen, die man hier wirklich mit dem Hubble Space Teleskop rausbekommen und auch die Helligkeit dann verfolgen konnte. Und das ist so eine Explosion. Das ist also diese Supernova, die in unserer Milchstraße Kepler hochgegangen ist. Da hat es also einen weißen Zwerg völlig zerrissen. Ne? Der fing an zu kollabieren und dann gab es eine thermonukleare Explosion und dann flog er auseinander und das ist der Rest. Also jetzt ist er wirklich eine Leiche. Nicht? Und das ist mit Röntgensatelliten wieder aufgenommen. Und das ist einfach die Materie von 1,4 Sonnenmassen, die auseinanderfliegt und noch Röntgenstrahlen emittiert und also Stoßfronten macht, wo sie halt in interstellare Medium reingeht. Ja, und diese weißen Zwerge, die explodieren und da kann man jetzt diese Kurven noch machen. Das heißt, das ist die Standard-Lichtkurve von einer Supernova 1a. Und wenn ich das also messe, hier, das sind die Messpunkte, kann ich eben genau sagen, wie hell die Supernova 1a war. Also was weiß ich, 8 Milliarden Sonnenleuchtkräfte im Maximum. Und wenn ich sie beobachte, wie hell ich sie am Himmel sehe, dann weiß ich, wie weit sie weg ist. Und wenn ich das weiß, dann kann ich da mir ausrechnen, hier habe ich also die Rotverschiebung, das kann ich auch messen, und die effektive Helligkeit. Und dann kann ich in Abhängigkeit verschiedenen Parametern die Weltmodelle machen. Und da gibt es eben diese Möglichkeit, man hat Materie drin, man hat dunkle Materie drin, man hat dunkle Energie drin, die kosmologische Konstante. Und was eben hier rauskommt, das sind diese Messungen, dafür gab es den Nobelpreis. Also es ist schon etwas grenzwertig, aber man sieht schon, also an sich passen die oberen Kurven etwas besser als die unteren, nicht? Da muss man halt schon genau hinschauen, nicht? Und dann findet man eben, dass man hier also diese kosmologische Konstante braucht, nämlich dass das Universum beschleunigt, expandiert, und das ist eben das Ergebnis. Das heißt also, anhand dieser weißen Zwerge, die explodiert sind und wo man jetzt über 10 Jahre oder 12 Jahre lang diese Supernova 1a verfolgt hat, inzwischen sieht man jede Nacht eins, also es ist unglaublich, wie das überwacht wird momentan, das sieht man eben, dass das Weltall, wie man es eigentlich erwartet, Urknall gestartet ist, dann durch die gegenseitige Wechselwirkung sich verlangsamt hat und dann, weil dann die Materie immer dünner wird, aber die kosmologische Konstante eine Konstante bleibt und die betreibt als Expansion des 7 Milliarden Jahre nach dem Urknall das Universum
beschleunigt auseinanderläuft. Das heißt also, wir wissen, seit 7 Milliarden Jahren läuft unser Universum beschleunigt auseinander. Und das haben die sozusagen gefunden und mit dem WMAP, mit dem Fleckerteppich auch. Und das Ergebnis ist eben, dass das Universum aus dem, was wir kennen, hier unsere Materie, 4% ist, also die baryonische Materie, die Atome, woraus wir bestehen, die wir kennen, sind 4%. 22% ist dunkle Materie, das ist gravitativ wechselwirkende Materie, die wir nicht sehen, von der wir keine Ahnung haben, was es ist. Wir wissen wirklich nicht, was es ist. Und wir wissen den Namen, WIMP, Weakly Interactive Massive Particles, schwach wechselwirkende schwere Teilchen. Klar, schwach wechselwirkend, sonst hätten wir es schon erforscht. Schwer, weil es brauchen wir, und Teilchen sind es halt auch. Aber man weiß wirklich nicht, was es ist. Aber man sieht die. Also zum Beispiel, wenn Sie Gravitationslinsen mit dem Hubble-Space-Teleskop aufnehmen, dann sehen Sie, wie viel Masse da drin ist und wie sich die krümmen. Und da brauchen Sie 6-mal mehr Masse, als sichtbare Sterne da sind, damit man das versteht. Also es ist völlig eindeutig, dass es im Universum 6-mal mehr Materie gibt, von der wir keine Ahnung haben, was es ist. Darum nennt man es halt dunkle Materie. Und die gravitativ wechselwirkend ist. Und dann gibt es eben 74% ist diese dunkle Energie, diese einsteinsche kosmologische Konstante. Nicht, das war ja so, Einstein hat ja als erstes ein Weltmodell gemacht. Und Einstein hat gedacht, naja, das Universum ist statisch. Kann man ja nicht übel nehmen. Ich meine, wenn ich 10 Jahre mit dem Himmel rausgucke, ändert sich nichts. Kann man doch annehmen, der Welt ist statisch. Und jetzt hat er eben seine einsteinschen Feldgleichungen gelöst und hat festgestellt, statisch geht nicht. Das Universum kollabiert. Wenn ich ein Universum, ein statisches Universum hinstelle und lasse loslaufen, dann kollabiert es, weil sich die Massen anziehen. Also hat er gesagt, brauche ich irgendeine Kraft, die das Universum statisch macht. Und dann hat er diese kosmologische Konstante eingeführt, die hier in seine Feldgleichungen, die hier, also zunächst war die ohne, das sind normalen Feldgleichungen, hat er die eingeführt und hat die dann so hingepriemelt, dass die kosmologische Konstante, die eine Abstoßung, die zu einer Abstoßung führt, dass die das Weltall stabil hält. Und dann hat ja, das war so 1920, 21 rum, und dann kam ja der Edwin Hubble 1926, 27 und hat festgestellt, das Universum ist ja nicht statisch, sondern es expandiert ja. Daraufhin hat sich Einstein furchtbar geärgert, denn wenn er gesagt hätte, die kosmologische Konstante gibt es nicht, meine Gleichungen sehen so aus, dann hätte er sagen können, das Universum expandiert oder kollabiert. Hätte er vorher sagen können. Und darum hat er sich geärgert, dass er da dieses eingeführt hat und hat es genannt, die größte Eselei seines Lebens und hat sie weggestrichen. Ja, und heutzutage brauchen wir 74%. Das heißt also, Einsteins Eselei ist 74% im Universum. Das ist genau diese dunkle Energie. Und diese dunkle Energie, und das hätte er sich nämlich schon überlegen können, dass das nicht stabil ist, wenn er da eine Konstante macht und die Materie, wenn er da ein bisschen zusammendrückt, weil die Anziehung der Materie größer, dann wäre es doch kollabiert, oder wenn es ein bisschen auseinandergegangen wäre, wäre es divergiert, wäre es expandiert wieder. Und genauso ist es ja hier passiert, nicht? Wenn man sich das anguckt. Das ist ja genau, das ist genau sozusagen der einsteinsche Gleichgewichtspunkt, wo die kosmologische Konstante genau so groß ist wie die gravitative Anziehung. Aber da das Universum ja einen Schwung hat, bleibt es ja nicht stehen, sondern läuft einfach beschleunigt weiter. Ja, und das ist einfach der Zustand, das wissen wir jetzt. Und was wir halt wissen, 96% haben wir keine Ahnung, aber das wissen wir ganz genau. Ja, also 96% sind. Und dann kann ich nur, ihr Jungen studiert Physik und Astronomie, wir haben 100 Jahre gefasst, 4% wissen wir, 96% haben wir euch noch überlassen. Und da gibt es noch viele Nobelpreismöglichkeiten, allein Neutronensterne, wenn die irgendwie Gravitationswellen machen, und hier ist sicher auch noch etwas drin. Wenn einer rausbringt, was die dunkle Materie ist, ne? Jetzt gibt es erst einmal Physikzeichen Nobelpreis, wenn es richtig stimmt. Und dann muss man jetzt mal gucken, was das hier ist. Ja, und jetzt wollte ich, also ganz zum Schluss habe ich ja auch noch gesagt, ich wollte noch ganz kurz sagen, warum ich finde, dass Amateurastronomie im Moment immer mehr Spaß macht. Da wollte ich ihm ganz kurz was sagen. Das bin ich vor 60 Jahren. Und da habe ich mir also, in der Schule hat man nichts zu tun, habe ich mir also so ein Fernrohr gebaut, einen 20 Zentimeter Spiegel selber geschliffen, so mit einem Rohr, Spiegel zum selber machen, in einen alten Luftschutzbunker, 3/4 Jahr lang geschliffen. Die Mutter hat mich dann zum Lungenarzt geschleppt, weil ich aussah wie ein Gartenalm. Ich war den ganzen Sommer nur im Bunker. Und dann habe ich mir halt also aus Altmaterial, das ist alles Schrott. Das ist irgendwie
alte Abflussröhren, die Kugellager waren von alten Lastautos, wo ich etwas kleiner gedreht habe, mit dem Hammer reingehaut habe. Der Vorteil war, mein Vater hatte so eine kleine Fabrik und da gab es eine Drehbank, eine Schöpping und eine Bohrmaschine. Und da durfte ich halt Feierabend und am Samstag hin. Richtig, nur mit einem Elektromotor, wo man dann noch die Lederriemen da so oben drüber werfen musste. Und da habe ich mir das ganze Ding da gebaut mit Freunden zusammen. Und ja, das war schon schön, nicht? Aber heutzutage, nicht, wenn ich mir vorstelle, was es heutzutage gibt, heutzutage habe ich in der Haute-Provence ein 60-Zentimeter-Teleskop mit einer Rentnergang gebaut, 60-Zentimeter-Kaskrein-Teleskop auf einer alten Montierung, eine riesen Kuppel kann man über Internet betreiben, ne? Dann diese wunderschönen CCD-Kameras, diese SPIC-Kameras, nicht? Wenn ich mir vorstelle, 90, wir sind praktisch so gut wie die Armee, die Profis. Wir haben 90% Quanteneffizienz, ne? wenn wir die Dinger nehmen, die guten neuen Kameras. Das ist doch einfach toll. Und die Qualität von den Bildern, die man machen können, ist genauso gut. Denn ich meine, wenn man von der Erde aus fotografiert, dann ist man begrenzt durch Seeing. Das heißt, auf dem Paranal haben sie halt 0,6 Bogensekunden Seeing. Da in der Haute-Provence ist das Seeing ein bisschen schlechter, dafür ist die Luft sehr klar. Das heißt also, da können wir dunkle Objekte und flächenmäßige gut fotografieren. Dann habe ich hier in Tübingen habe ich so eine kleine Sternwelle auf dem Dach zum Vergnügen. Dann hatten wir eine in Namibia. Das war nicht so gut, weil da müssen wir hinfliegen und da gab es kein Internet und da fliegen es 11 Stunden und dann sind es halt 14 Tage da und dann steht im Prinzip leer rum, weil es kein Netz über Internet betreiben können. Und außerdem, was der entscheidende Punkt war, das letzte Mal, der hatte Geparden auf dieser Farm, wo die Sternwelle stand. Und die sind degeneriert genetisch. Und da hat er sich Löwen genommen. Und dann bin ich immer in den Rollstuhl von hier in die Lodge gefahren bin, war um mich herum Löwengebrüll. Meine Freunde haben immer gesagt, Essen auf Rädern. Dann habe ich gesagt, ich mag nicht mehr. Und dann, aber was man irgendwie sagen will, achso, ich muss erst mal sagen, hier, dann haben wir eben hier in Greda jetzt dieses nach Greda geschafft. Und Greda haben wir also auch 2000 Meter Höhe und da haben wir zum Teil auch 0,6 Bogensekunden ziehen. Das heißt, wir können in Greda im Prinzip genauso gute Fotos machen wie die 8-Meter-Spiegel auf dem Paranal. Denn ich meine, was nützt denn das, wenn der 60-Zentimeter-Teleskop hat eine Auflösung von 0,12 Bogensekunden, ne? Ein Fünftel Bogensekunde. Wenn ich 0,6 Bogensekunden habe, bin ich immer noch mit der Auflösung von dem Instrument weit unter dem von der Luft, was ich an sich könnte. Und da nützt man 8 Meter auch nicht. Da kann ich halt ein kürzer belichten. Aber das wollte ich Ihnen einfach mal zeigen. Das hier ist also die Aufnahme mit dem Very Large Teleskop, also mit einem 8,20 Meter oder 8,40 Meter Spiegel auf dem Paranal. Und das ist von uns, mit einem 60 Zentimeter Spiegel. Und da kommt doch Freude auf. Und das hier ist zum Beispiel eine Aufnahme von mir, auch mit einem 60 Zentimeter Spiegel, Triesenegger. Und da kann man halt einfach heutzutage mit den modernen Rechenmethoden, ich meine, da gibt es ja dieses Lucky Imaging, aber das Lucky Imaging ist begrenzt, wenn Sie größere Teleskope nehmen. Denn Lucky Imaging setzt immer voraus, dass irgendwo ein Bild fast beugungsbegrenzt drin ist. Und wenn Sie mit den 30, 40 Zentimeter machen, haben Sie Glück, wenn Sie 2000 Aufnahmen machen, dass irgendwo beugungsbegrenzt ist. Wenn Sie aber einen Meterspiegel nehmen, dann ist es nie mehr beugungsbegrenzt. Dann ist es immer irgendwo, Sie kriegen nicht sozusagen in 10 Kilometer Höhe eine Luftschicht von der oben von der Turbulenz, die einen Meter groß völlig flach ist und in die Wellenfront nicht verbiegt. Das geht einfach nicht, das gibt es nicht. Und folglich gibt es andere Methoden. Und da tue ich schon lange rum und jetzt ist es uns geglückt. Und ich denke, wenn ich nächstes Jahr wiederkommen sollte, dann kann ich Ihnen wahrscheinlich vorstellen, wie man wirklich beugungsbegrenzt auch mit großen sagen wir mit Amateurteleskopen, mit 60 Teleskopen, 60 Zentimeter oder Meter Teleskopen, ich hoffe, beugungsbegrenzt durch die Luft gucken kann. Also nochmal noch bessere Bilder machen kann als die hier. Mit dem Verfahren. Das hoffe ich, dass ich das noch hinkriege in einem Jahr. Sieht gut aus. Ich habe da jetzt eine Doktorarbeit vergeben und wir lassen es erst noch patentieren. Das schadet ja nichts, wenn man ein Patent hat auf dem Zeug, nicht? Und ja, und darum würde ich eben sagen, macht wirklich Astronomie, Amateurastronomie wirklich Spaß. Das ist also in Greda unsere Kuppel mit einem 60-Zentimeter-Teleskop. Und manchmal macht es auch keinen Spaß. Letzten Winter hat uns diese Kuppel mit 250 Stundenkilometer und 8 Meter Schneeverwehungen völlig zerbatzt. Die ist im Eimer. Aber die Griechen haben ja Geld.
Ja, die bauen jetzt oben für uns eine neue Sternwarte auf, wenn wir ihnen die Kuppel zahlen. Und das, ja, ja, irgendwohin müssen doch die Milliarden. Jetzt gehen sie halt auch bei Griechenland in die Astronomie, nicht? Ja, gut. Ja, das wollte ich Ihnen für heute mal erzählen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sollte es tatsächlich noch Fragen geben? Ja. Gibt es noch Fragen? Gut. Ja. 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 Genau, der wird ein schwarzes Loch. Also der andere Stern, warten Sie mal, das kann ich Ihnen zeigen. Rein zufällig habe ich da irgendwas. Moment. Also das ist jetzt so ein System, Doppelsternsystem. Hallo. Das war schon zu spät. Fangen wir nur von vorne an. Ja, das ist einfach ein normaler Stern und ein roter Riese. Der geht dann als Supernova hoch und wird ein Neutronenstern. Und dann macht er Akkretion. Und jetzt kann der entweder auch als der Stern als Supernova hochgehen oder der andere Stern, der angekurbelt wird, und dann gibt es Binärsysteme, aber wenn das länger läuft, wenn der Stern nicht hochgeht, dann wird kollabiert der andere Stern zum schwarzen Loch und dann gibt es ein System Stern mit schwarzem Loch. Es gibt ja alles. Ne? Es gibt ja Stern mit weißem Zwerg, Stern mit Neutronenstern, es gibt zwei Neutronensterne, es gibt einen Stern mit einem schwarzen Loch, es gibt einen Neutronenstern mit einem schwarzen Loch und es gibt zwei schwarze Löcher. Das heißt, aus dem Doppelsternsystem, wenn man zwei massereiche Sterne hat, kann praktisch alles werden. Ja. Also sinnvoll ist es sicher immer, aber es ist nicht so, dass es sozusagen die maximale Qualität bekommt, die sie haben könnten. Also ich denke, dass sie mit Lucky Imaging vielleicht bis zum 40 oder 50 Zentimeter Teleskop, wenn sie Glück haben und einigermaßen, dass sie da beugungsbegrenzte Strukturen hinkommen. Aber mit einem Meterteleskop halte ich es für völlig aussichtslos. Ja. Mit einem Meterteleskop, glaube ich, kriegt man kein mit Lucky Imaging. Verstehen Sie, wenn Sie sich einfach, ich habe mal mit einem Meterteleskop Sterne aufgenommen, kurz belichtet, also so helle Sterne mit einer Hundertstelsekunde belichtet. Und dann sehen Sie ja diese Speckel. Und Sie sehen halt, wenn Sie mit einem Meterteleskop Speckelbilder machen, dass Sie nie irgendwie was Beugungsbegrenztes oder was Ebenes bekommen, sondern Sie kriegen immer Größenordnung 5 bis 10 Speckel. Und das heißt, also Sie können nur mit Speckelinterferometrie, also das wieder reduzieren, aber Speckelinterferometrie setzt halt voraus, dass Sie irgendwo einen Stern haben und ein Objekt. Also Sie können am Mond mit Speckelinterferometrie richtig machen. Und das heißt also, was wir machen, ist Folgendes. Wir haben also, ich glaube, das habe ich jetzt nicht da, wir schätzen die Punktverbreiterungsfunktion. Also das Wesentliche ist doch, wenn Sie was aufnehmen, dann haben Sie, wenn Sie, sagen wir mal, einen Wavefront-Sensor nehmen. Das heißt, Sie nehmen also so einen Fisch, so einen mit vielen Dingen. Dann können Sie die Wellenfront detektieren. Und wenn Sie das aufnehmen, dann haben Sie halt irgendwie, ja, in jedem kleineren Bereich haben Sie ja eben eine Front. Also wenn Sie, sagen wir mal, ein 40 Zentimeter Teleskop hernehmen, dann haben Sie 16 mal 10 mal 10 Zentimeter und da drin ist die Wellenfront eben. Das Problem ist bloß, dass die Wellenfront einmal so ist und im anderen so und dadurch gibt es. Das heißt, Sie müssen diese Wellenfronten gerade biegen. Das ist ja das, was man mit der adaptiven Optik macht, indem man die Wellenfront detektiert und dann sozusagen einen zweiten Spiegel nimmt, der dann eben die Front und die wieder gerade biegt. Aber das ist für Amateure bis jetzt noch etwas unerreichbar. Das ist, weil diese Spiegel sind so teuer und so empfindlich.
Wavefront-Sensoren sind nicht mehr teuer, die kann man sich leisten, aber diese Spiegel sind so empfindlich. So, und jetzt war unsere Idee, dass wir dieses Bild auflösen und dass wir diese Verbreiterungsfunktion, was da passiert, schätzen. Und die Voraussetzung ist, dass das Objekt immer dieselbe Form hat. Und es scheint so zu gehen, dass wenn man das schätzt, und dann kriegt man ein besseres Bild und dann nimmt man das bessere Bild und schätzt wieder, dass man so nach 1000 Bildern, also man hängt einfach die Kamera hin und das an den Computer und dann lässt man es laufen und nach 1000 Bildern ist das Bild scharf. Und wir haben das gemacht mit dem Max-Planck-Institut in Tübingen, die da Interesse haben, intelligente Systeme. Da haben wir ein 30-Zentimeter-Teleskop aufgestellt über einen Lüftungskamin. Und es ist total verwabert. Und dann lassen wir das laufen und dann ist es scharf, genauso scharf, als wenn Sie den abdecken. Aber das geht bis jetzt nur bis 30 Zentimeter, weil wir, da müssen wir 9-Punkt-Verbreiterungsfunktionen schätzen. Wir sind jetzt gerade dabei, den Algorithmus zu erweitern für größer. Und das Einzige, was Sie brauchen, ist halt Rechenleistung. Das andere, was man natürlich machen könnte, ist, dass wir anbieten, ihr schickt uns eure 1000 oder 2000 Bilder und wir lassen sie über unseren Cluster laufen. Da sind wir dabei, irgendwas. Aber das ist noch irgendwie ein Traum von mir, dass man den ganzen Amateuren irgendwie das zur Verfügung stellen könnte. Ja. Ja. Nee, aber wissen Sie, was mir halt irgendwie auch gefallen würde? Es stehen doch jetzt so viele 2-Meter-Teleskope rum auf dem Carlo Aldo, 2,5-Meter-Teleskope, die will doch gar keiner. Und die haben dieselbe Auflösung wie das Hubble Space Teleskop. Das heißt also, wenn der Algorithmus funktionieren würde, auch für diese großen Teleskope, dann muss ich nicht mehr mit dem Hubble Space Teleskop den Jupiter und das ganze Zeug angucken. Dann kann ich das von der Erde aus machen. Nicht? Ja, wenn wir das sehen. Aber wissen Sie, das ist dann schon viel. So ein 2,5-Meter-Teleskop, das sind dann immerhin bei 10 Zentimeter, wo man sagt, das ist die Elementarzelle, sind es immerhin 625 Zellen, die man. Ich weiß nicht, ob es geht. Aber wir probieren es. Ja. Kann ich nicht beurteilen. Also die Higgs-Teilchen, was man mit den Higgs-Teilchen macht, ist ja so, da heißt ja, die Higgs-Teilchen sind dafür verantwortlich, dass die Elementarteilchen Masse haben. Ja, aber was die Higgs-Teilchen machen, ist die Trägemasse. Das heißt also, das Higgs-Feld, das ist ein Feld, das ist hier. Nee, die Trägemasse, die sich gegen Beschleunigung setzt. Es gibt doch dieses Edwards-Experiment. Es gibt doch die Trägemasse und die Schweremasse. Die Trägemasse ist, wenn Sie Kraft ist, Masse mal Beschleunigung hinschreiben, dann ist da geht die Trägemasse rein. Also die Masse, die mir entgegengesetzt, wenn ich irgendein Kilogramm beschleunigen will. Und die entsteht dadurch, dass man ein Higgs-Feld hat. Und dieses Higgs-Feld, das macht sozusagen eine Reibung. Und das bewirkt, dass wenn ich ein Teilchen auf Geschwindigkeit bringen will, dann ist es die Reibung des Higgs-Felds, das diese Trägemasse. Dagegen die schwere Masse, die Licht ablenkt und so, das ist ja die Masse, die beim Einstein in Feldgleichungen reingeht. Das ist die Masse, die sich gravitativ anzieht. Und das ist eine völlig andere Masse. Und das Einsteinsche Äquivalenzprinzip sagt ja, Trägemasse gleich schwere Masse, zahlenmäßig. Ne? Das sind ja diese Edwards-Experimente, wo man das ja auf 12 Stellen hinter dem Komma bestimmt hat, das wirklich, also wenn Sie Gold nehmen und Aluminium und so, dass das immer die Träge und die schwere Masse genau gleich zusammenpasst. Aber die Higgs-Teilchen machen nur die Trägemasse und für die dunkle Materie brauchen wir aber die schwere Masse. Also insofern ist mir nicht klar, ob die Higgs-Teilchen in irgendeiner Weise für das Problem helfen. Das weiß ich einfach nicht.